Ja, herzlich willkommen zu Pentiment und einem weiteren Teil in diesem Let's Play zu diesem großartigen Spiel, in dem man viel lesen muss. Das heißt, es würde sich wahrscheinlich sogar lohnen, einen Podcast draus zu machen, also ein Hörspiel. Und wir stehen mit Magdalene vor dem Rathaus, um den Entwurf für das Wandbild umzusetzen, und zwar mit dem ersten Teil der Vorgeschichte von Tassing und den christlichen Anfängen, wenn man so will, und der Kultur, die vor den Römern und vor der Abteigründung in Tassing war. Ich bin gespannt, welche Auswahloptionen wir für die Darstellungen haben. Wir wissen aber jetzt eine ganze Menge. Also es gibt den Perchterkult und daran anschließend nach der römischen Besiedlung den Mithraskult, und beide gehen in die Geschichte ein nach der Christianisierung und nehmen immer jeweils Elemente aus dem alten Kult mit. Wir hatten das beim letzten Mal aufgeschlüsselt, wie viele Figuren hier mehr oder weniger miteinander verkippt werden. Also Mars, Tassia, Gaius Metellus, Rhetus, Satia, der heilige Moritz, Perchta und die wilde Jagd, die Mithraskultur. Alles wird miteinander verwoben und versponnen zu einer Geschichte und zu einer Kultur. Das Interessante ist, dass wir hier zwei divergierende Vorstellungen von Kultur haben, die aufeinandertreffen. Nämlich einmal so ein Sukzessionsmodell, dass immer die bessere Kultur einer defizitären Kultur folgt. Und auf der anderen Seite einen holistischen Kulturbegriff, eine holistische Kulturauffassung, nämlich alles zeigen zu wollen. Nicht das Beste, sondern alles. Und diese beiden Meinungen prallen hier aufeinander und scheinen auch zu einem der Kernprobleme zu werden, wenn wir uns die Diskussion um das Wandbild anschauen. Aber gehen wir mal ins Spiel selbst. Und wir sind hier mit Magdalene vor dem Rathaus und ich würde jetzt noch mit Karl sprechen. Er hat aber nichts zu sagen. Das spielt sowieso eine recht eigenwillige Rolle. In diesem ganzen Spiel, da taucht immer mal auf mit seiner Mütze, dann überlege ich, wer das ist und komme nicht weiter. So. Arbeit am Wandbild. Und das ging aber schnell. Jetzt, hey Max, wie kommt ihr mit dem Wandbild voran? Magdalene, könnt ihr nicht darüber hinwegsehen? Max ist so viel einfacher. Nein, oder Zimmermann, das kann ich nicht. Nennt mich nicht. Na gut. Also, Magdalene, wie kommt ihr mit dem Wandbild voran? Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Ich hätte gern eine höhere Dialoggeschwindigkeit. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Magdalene liest und schreibt viel. Auch viel mehr als Andreas. Das heißt, wir sind faktisch nur noch am Vorlesen. Und das Ganze müssen wir ein bisschen beschleunigen. Im Moment sieht es noch nach nichts aus. Nun, natürlich sieht es jetzt noch nichts aus. Ich habe die Grundierung der Wand fertiggestellt. Jetzt entscheide ich, was ich darstellen will. Es ist schwer, die Geschichte von Tassing zusammenzusetzen, da sie so lange zurückliegt. Da die Bibliothek der Abtei abgebrannt ist, bleiben mir nur die Geschichten der Menschen rund um Tassing. Selbst was ich über die Römer und Heiden herausfinden konnte, war unklar. Ich musste in die alte Salzmine, um irgendetwas zu finden. Zumindest weiß ich jetzt, was ich auf diesem ersten Teil des Wandbildes malen werde. Und, was ist es? Ich werde ein Bild nachstellen, das ich in der Mine gefunden habe. Es zeigt, wie unsere Vorfahren Menschen aufgebracht haben.
Großartig, Magdalena. Was macht man? Ich finde das Erste eigentlich ganz schön. Das schließt nämlich diejenigen ein, die auf den Feldern die Dinge finden und immer wieder finden und dann anhand des Wandbildes zuordnen können und sagen: Schaut, das ist genauso ein Stier oder ein Elfenbein oder ein Bernstein, Spielzeug oder ein Schmuckstück, was wir hier gerade ausgegraben haben. Ich hebe mir den Speicherstand mal auf, denn wie die anderen Darstellungen sind, würde mich jetzt schon auch interessieren. Ne? Also das, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Bild, was dann entsteht, natürlich sich unterscheidet, je nachdem, was man ausgewählt hat. Okay. Vater Thomas gefällt es bestimmt, aber ich weiß nicht. Das klingt irgendwie langweilig. Was hat euch überhaupt bewogen, diese Geschichte zu wählen? Ich hielt es für zu riskant, etwas wirklich Heidnisches oder Römisches darzustellen. Angesichts der ganzen Diskussion ist das vielleicht ein guter Weg, um euch den Rat vom Leib zu halten. Danke für die Erklärung. Gerne. Ihr sollt alle verstehen, warum ich diese Entscheidungen treffe. Nun, da dieser Teil des Wandgemäldes feststeht, sollte ich über den nächsten Abschnitt nachdenken. Dann überlasse ich euch eure Arbeit, Max. Magdalene. Gute Nacht, Ötz. Gute Nacht, Magdalene. Da ich nun entschieden habe, wie ich die früheste Geschichte von Tassim darstellen will, sollte ich über die Geschichte von Kirsau nachdenken. In dem Brief von Mutter Illuminata steht, dass ein Mathieu Forsigny so früher ein Bruder in Kirsau war. Sie hat gesagt, er weiß viel über die Geschichte der Abtei. Ich solle ihm schreiben und fragen, woran er sich erinnert. Oh, und ich muss auch Esthers Brief beantworten. Ich sollte beiden sofort schreiben, noch vor dem Schlafengehen. Oh, bevor ich schreibe, sollte ich das alte Buch lesen, das Brigitta mir gegeben hat. Genau, die Geschichte von Tassing. Vielleicht erfahre ich etwas Relevantes für das Wandbild. Also, wo fange ich an? Richtig, das alte Buch. Es gehört dem Baron, bevor Martin es stahl. Jetzt hoffe ich mal, dass mir mein Latein nützt. Ah, sehr gut. Als die Römer nach der Eroberung der Stadt Mauern um sie herum bauten, errichteten sie dort zahlreiche Tempel. Es ist schwerer zu lesen, als ich dachte. Das Buch ist zudem nicht im besten Zustand nach so langer Zeit in einem Bauernhaus. Mal sehen. Hier ist ein Abschnitt über die verschiedenen Widmungen, die in der Stadt errichtet wurden. Es könnte einfacher zu lesen sein. Erigo, Simulacrum in Acre ut Mars Nostrum. Ich erhebe eine Vision auf einem Feld, damit Mars unsere Arbeit sehen kann. Keine Vision. Eine Statue. Das ist die Statue, die vor dem Gasthaus steht. Das ist die Statue. Der blickt über die Felder, über die Bauernfelder. Sehe die Diana Loco. Ah, machen wir Diana drin. Diana saß an einem Ort und Wasser trat aus ihr heraus. Ja, was soll das wohl heißen? Das ist die Geschichte, die wir auf dem Schrein der Satyr dargestellt sehen. Das ist Diana. Da haben wir den Namen das erste Mal. Und gemeint ist die Quelle. Da werden da faktisch die Geschichte von Pächter. Pächter Diana wird gemerged. Und Mars und. Also die Geschichte von Tassia scheint keine Rolle mehr zu spielen.
sondern es wird tatsächlich auf die, also die Tassia ist eine Nymphe, ne? Also das heißt, sie spielt natürlich in der Rangordnung der römischen Götterwelt nicht die entscheidende Rolle. Deswegen wird Diana neben Mars gestellt werden. Das passt natürlich aber auch gut dann mit den zwei Prinzipien, nämlich der Jagd auf der einen Seite und dem Kriegerischen auf der anderen Seite, zusammen in der Gestalt des Mithras. Das passt schon alles gut. Also sie kann es jetzt hier noch nicht entschlüsseln. So, die die Stadt verteidigt. Also das heißt, genau, die faktisch zu den Stadtheiligen werden, also von Tassing. Nichts davon ergibt wirklich Sinn. Ich finde schon. Vielleicht könnte mir jemand mit besseren Lateinkenntnissen helfen, das Buch zu lesen, aber es ist sehr groß, das wäre eine Menge Arbeit. Ich könnte Schwester Gertrude oder Balthas um Hilfe bitten. Und Werner. Niemand im Ort kann besser Latein als er. Vielleicht sogar Vater Thomas. Aber Papa hat mich davor gewarnt, ihn mit weltlichen Büchern zu belästigen. Dem werde ich das Buch nicht zeigen. Die Chancen sind gering, dass Sie helfen können, aber eine Nachfrage könnte sich dennoch lohnen. Ich sollte zuerst meine Briefe bergen. Mutter Illuminata hat mir erzählt, dass Mathieu etwas über die frühere Geschichte der Abtei wusste. Er ist jetzt Erzdiakon von Sitten. Ich sollte ihm schreiben, bevor der Schnee kommt. Ich werde auch an Esther schreiben. Ja, also Vater Thomas schreibe ich, frage ich nicht. Mir reicht die Information, was wir schon vermutet hatten, nämlich dass es Mars ist auf dem Feld. Und Diana als Göttin der Jagd, die faktisch dann in Satya umgewidmet wird. Genauso wie Mars in den Moritz umgewidmet wird. Schreiben wir doch dem Erzdiakon. Mein Name ist Magdalene Druckerin. Ich bin die Tochter von Klaus, dem Stadtdrucker von Tassing. Mein Vater hat und ich erschaffen ein Wandbild für das Rathaus von Tassing. Wir wollen die Geschichte der Stadt in der Abtei zeigen. Mutter Illuminata hat mir gesagt, dass ihr womöglich die geeignetste Person seid, wenn es um die frühe Geschichte von Kirsau geht. Ich weiß, dass ihr ein vielbeschäftigter Mann seid, aber wir würden uns sehr über jedwede Information freuen, die ihr uns geben könnt. Solltet ihr andere Orte kennen, an denen wir etwas über die Geschichte der Abtei erfahren können, wüssten wir das zu schätzen. Ich weiß, dass es nur ein kleiner Trost ist, aber viele in Tassing bereuen die Vorfälle während der Revolte. Schwester Gertrude ist immer noch hier bei den Klarissen und sie spricht liebevoll von der alten Abtei. Danke für eure Hilfe, Magdalene. Esther, bitte verzeiht, dass ich nicht früher geschrieben habe. Es ist so viel passiert, seit ich das letzte Mal geschrieben habe. Als mein letzter Brief auf dem Weg zu dir war, wurde Papa mitten in der Nacht in der Werkstatt angegriffen. Er hat überlebt, Gott sei Dank, aber seine Verletzungen sind furchtbar. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ihm ist immer schwindelig, sodass er nicht aus dem Bett aufstehen kann. An manchen Tagen ist sein Blick trüb und sein Gedächtnis lässt ihn im Stich. Dr. Stolz hat gesagt, dass er nicht mehr gesund wird, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er der Verletzung erliegt. Ich will es nicht glauben, aber es ist schwer, gegen Papas Zustand zu argumentieren. Ich habe keine Ahnung, wer meinen Vater angreifen wollte oder warum. Ich habe bei ihm auch eine Nachricht gefunden. Darauf stand: Hör auf. Sie stammte nicht aus der Werkstatt, denn ich eine derartige, auf derart aufwendige Handschrift habe ich noch nie gesehen. Meines Wissens nach hat niemand in Tassing solche Fähigkeiten im Schreiben. Und außerdem habe ich gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich hatte alle Hände voll zu tun, die Werkstatt allein zu betreiben und mich um Papa zu kümmern. Darüber hinaus wollte der Stadtrat das Wandbild vollständig absagen. Es war höllisch schwer, sie davon zu überzeugen, stattdessen mich malen zu lassen. Schöne Metapher übrigens. Also höllisch. Sie haben großes Aufhebens darum gemacht, dass ich zu jung, zu unerfahren und zu schwach sei, um auf dem Kurs zu stehen. Du kennst es ja. Ich hätte wohl nichts Besseres von Ihnen. Magdalena, gehst du weg, wenn dein Vater tot ist? Oder heiratest du jetzt?
Ich denke, du gehst weg. Vielleicht ist es nur der Winter, aber ich fühle mich in Tassing zunehmend beengter. Ich habe genug davon, dass alle nach dem Wandbild fragen und an meinen Fähigkeiten zweifeln. Die Arbeit an dem Wandbild ist eine willkommene Ablenkung von den Schwarzen und meiner Hausarbeit. Und von der Sorge um Papa. Jetzt besucht mich auch unter dem Vorwand, mir bei der Vorbereitung meiner Farben zu helfen. Das ist süß und ich freue mich über die Gesellschaft. Er macht die Tage einfacher. Ist das so? Herr Magdalene? Merkt mich der schon, ne? Ich würde das Wandbild gerne bis Weihnachten komplett fertig haben, falls möglich. Es geht mir dabei nur darum, dass Papa es noch sehen kann. Das würde ihm viel bedeuten. Wenn Dr. Stolz recht hat, weiß ich nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich hoffe, es geht euch besser als uns hier. Alles Liebe. Magda. Hoffen wir das mal. Juden haben es nirgendwo leicht im Reich. So, was machen wir? Jetzt können wir nur noch ins Bett gehen, denke ich. Da schauen wir nochmal in die Notizen. Okay. Okay. Ja, es sind die Denkmäler. Und zwar Mars und Diana. Das sind entspricht Moritz und Satya. Die wiederum ja auch eine Form von Tassia ist, ne? Also das heißt, Indianer, Tassia, Satya, verschwimmen diese drei Frauenfiguren. Genauso wie in Mars, Gaius, Metellus, Moritz und Rhetus die vier Männerfiguren verschwimmen. Ach, Perchta habe ich noch vergessen, ne? Perchta, Tassia, Satya, Diana, das ist so die das weibliche Element und Mars, Gaius, Metellus, Moritz und Rhetus ist so das männliche Element und alles kreist sich um den Schrein und um die Quelle und um den Wolf. Ja, also das heißt, das sind so die zentralen Elemente. Spannend. Also während Perchta die Wölfe anführt in die Jagd, erscheint Mars oder rettet Mars Tassia in Form eines Wolfs, weil sie von einem Saturn angefallen wird. Ja, also das... Okay. Gaius Metellus wird von dem Wolf geleitet. Rhetus wird von dem Wolf geleitet. Ja, das ist so das Typische. So erzählt man halt Geschichten. Wir schauen nochmal auf die Karte. Ob wir jetzt noch irgendwas, müssen wir das Cursor hier wegklicken, irgendwas ist hier. Diana, da haben wir's. Ach, ein Agricola, wo hatten wir den Agricola? Ah! Okay. So, das war's auch dann im Cursor. Da können wir jetzt, denke ich, ins Bett gehen. Es ist spät, ich sollte mir etwas Ruhe gönnen. Zu Bett gehen. Also, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also, das Verweben dieser Geschichten hin zu einer konsistenten Kultursicht auffällt,
ist schon bemerkenswert. Das zum einen, und zum anderen ist es tatsächlich so, dass wir diese beiden, wie eingangs beschrieben, diese beiden Kultursichten aufeinanderprallen haben, nämlich so eine holistische, die faktisch versucht, alles abzubilden, da würde eher Magdalene dafür stehen, und so eine, die die richtige Kultur erzählt, für die würde Thomas stehen, mutmaßlich. Okay, Fräulein Druckerin, noch einige Briefe für euch. Bis bald. Danke, mein Herr. Gute Reise. Der erste Brief stammt von Pfarrer Mathieu. Das ist Rüdiger. Fräulein Druckerin, ich kannte eure Familie während meiner Jahre in Chiasa nicht. Dennoch erinnere ich mich, dass euer Vater zu den Stadtbewohnern gehörte, die die Bauern daran hinderten, uns bei lebendigem Leib zu verbrennen. Ich bin nicht allzu sehr geneigt, den Menschen von Passing bei ihren Bemühungen zu helfen, die Ursprünge der Abtei zu ergründen, die sie zerstört haben. Andererseits ist es lange her, im Interesse der Fachwelt, der Nachwelt und der christlichen Nächstenliebe werde ich euch sagen, woran ich mich erinnere. Einige Zeit nach dem Abzug der Römer ließen sich Christen in der Region nieder, und errichteten auf den Ruinen einer Festung die Abtei Chiasau. Die Abtei wurde von einer Adligen der Familie Chiasau gegründet. Sie war sowohl Gönnerin als auch erste Äbtissin. Vor etwa 2 Jahrhunderten wechselte die Führung von Chiasau zu einem Abt. Ich kenne den Grund dafür nicht, aber ungefähr zu dieser Zeit machten das viele Doppelklöster. Es könnte aus Angst vor der Schließung geschehen sein, da der Papst die Doppelklöster missbilligte. Leider ist mein Wissen damit erschöpft. Ihre Nachbarn haben alle übrigen Aufzeichnungen über die Abtei verbrannt. Sic arsit historia Chiasis. So verbrannte die Geschichte von Chiasau. Wir können die Vergangenheit zwar nicht ändern, aber ich habe gehört, dass Schwestern der Klarissen ein neues Kapitel in der Abtei gegründet haben. Ich kann nur hoffen, dass ihre Liebe zur apostolischen Armut sie nicht dazu gebracht hat, den Schrein des heiligen Moritz verkommen zu lassen. Falls sie den Besitz der vormaligen Bewohner von Chiasau nicht einem weiteren Feuer übergeben haben, findet ihr dort vielleicht etwas. Es ist schwer, sich über eure Nachricht von der späten Reue eurer Nachbarn zu freuen. Viele der von vor 18 Jahren geschlagenen Wunden werden niemals verheilen. Dauern kann das Geschehene nicht rückgängig machen, aber wir alle können Erlösung durch Christus finden. Wir müssen in den kommenden Tagen um Liebe und Versöhnung beten. Am Ende ist es alles, was zählt. Der Winter kommt rasch, Hugenotten und Lutheraner suchen meine Heimat heim. Das ist eine Konfessionsauseinandersetzung. Dank dem Herrn, dass ihr noch in einem Land lebt, das von der einzig wahren Kirche regiert wird. Ich hoffe, ich konnte euch und den euren helfen. Möge Gott euch beschützen. Der meistverehrte Mathieu Erzdiakon von Sitten. Meine Esther. Magdalene, das mit deinem Vater tut mir schrecklich leid. Meine Eltern schicken dir ihr tiefstes Beileid. Wenn du etwas aus Prag brauchst, musst du es nur sagen. Ich weiß, wir sind zu weit entfernt für eine angenehme Reise, aber wir werden tun, was Herr Schem erlaubt. Vater sagt, dass er sich an niemanden erinnert, der deinem Vater schaden wollte. Aber er weiß, dass es in der Nacht meiner Geburt großen Unfrieden in der Stadt gab. Vielleicht will das alte Blut nicht, dass die Nacht der Revolte dargestellt wird. Eine andere Idee hatte er auch nicht. Wir beten jeden Tag für dich und deinen Vater und bringen Opfergaben dar. Hashem wird mit der Zeit alles richten. Er wird den Täter der Gerechtigkeit zuführen. Ich finde es ermutigend, dass der Stadtrat dich überhaupt das Wandbild fortsetzen lässt. Die Gilden hier würden dein Recht schützen, einen Auftrag abzuschließen, vor allem wenn ein Vertrag vorliegt. Ich denke, dir wird Prag viel besser gefallen als Tassing. Ich kann es wirklich kaum erwarten, dass du mich besuchst. Aber ich bin froh, dass du mittlerweile etwas Freude an der Arbeit an dem Wandbild gefunden hast. Uns geht es gut hier. Elisha hat neue Holzschnitte angefertigt und Vater hat einen neuen Vertrag mit der Universität zugestimmt. Ich habe Sigmund gefunden. Seine Familie ist gar nicht weit weggezogen. Er will als Arzt in der Stadt arbeiten, wenn die Ausweisungsverfügung abgelaufen ist.
Meine Eltern haben sich jetzt ziemlich oft mit Mutter und Vater getroffen. Daher hoffe ich, dass ich in meinem nächsten Brief gute Nachrichten verkünden kann. Mit Hashems Hilfe, bitte informiere uns in deinem nächsten Brief über den Zustand deines Vaters. Mach's gut, Esther. Das sind alle Briefe für den Moment. Ich sollte nach Hause gehen und nach Papa sehen. Werner sollte heute nach Papa sehen. Ich frage mich, wo er ist. Vielleicht sollte ich später nach ihm suchen. Ah, guten Morgen, Magdalene. Guten Morgen, Papa. Fühlst du dich besser? Dein Fieber ist heute Morgen zurückgegangen. Bin ein wenig stärker, alles der Reihe nach. Möchtest du etwas essen, bevor ich gehe? Ich arbeite heute am nächsten Abschnitt des Wandbilds. Ich habe im Moment kaum Hunger, ich komme zurecht. Ach ja, dein Brief vom Erzdiakon, richtig. Was hast du daraus erfahren? Er wirkte traurig wegen der Vorfälle bei der Revolte und er zögerte, mir irgendetwas zu sagen. Er sagt, dass die Abtei von einer Adligen gegründet wurde, nachdem die Römer abgezogen waren. Alles andere ist im Feuer verbrannt. Wie bedauerlich, ich weiß, dass die Brüder sorgfältige Aufzeichnungen über das Kloster geführt haben und alles verloren in einer einzigen Nacht. Der Erzdiakon vermutet, dass die Klarissen noch einige der Aufzeichnungen aus dem Kloster besitzen. Und dann müsste ich mehr über die christliche Geschichte von Tassing erfahren können. Ein ausgezeichneter Ort für den Anfang, Magdalene. Schwester Gertrude verlässt das Kloster nicht oft, aber es lohnt sich bestimmt, sie zu fragen. Vielleicht weiß Vater Thomas auch etwas. Ich sollte mit ihm reden. Wenn ich mich recht erinnere, hat die Frau des Müllers eine lange Familiengeschichte in Tassing. Sie weiß vielleicht etwas über die hiesige Geschichte, das die anderen vergessen haben. Else? Ich dachte, sie wäre erst nach ihrer Heirat hergezogen. Sie hat keine Verwandten in der Stadt. Nicht mehr. Alter, Krankheit und Heirat haben ihr den Rest ihrer Familie genommen. Aber früher haben überall in diesem Tal Kawisels gelebt. Geh und sprich mit ihr, ja? Das mache ich. Danke, Papa. Vielleicht ist auch noch etwas in den Ruinen der Abtei zu finden. Ich sollte mir die Überreste ansehen. Magdalene, sei vorsichtig. Diese Ruinen sind gefährlich. Ich werde nicht weit hineingehen, Papa. Ich will nur einen Blick darauf werfen. Na schön. Trag auch einen Schal. Es wird kalt draußen. Ich spüre es in meinen alten Knochen. Mach dir keine Sorgen, Papa. Wir sehen uns heute Abend, ja? In Ordnung. Viel Glück. Okay, das heißt Else, Gertrud, Abtei. Sonntagsvorstellung. Bei der Sonntagsmesse wurde vor den versammelten Gläubigen der Stadt eine große Menge Frösche aus dem Tabernakel freigelassen. Ich bin mir sicher, dass die Zwillinge etwas damit zu tun hatten. Schon, aber was soll ich jetzt damit anfangen? Okay. Wir gehen jetzt erst zu Else. Mit Thomas will ich eigentlich nicht sprechen. Für's Gutes. Magdalene, meine Liebe. Hallo, Clara. Nochmals vielen Dank, dass ihr mir mit dem Haus helft. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mehr Zeit mir für das Wandbild gibt. Oh, das macht keine Umstände. Ihr habt ja jetzt schon alle Hände voll zu tun. Ich weiß, dass Papa die Gesellschaft wirklich genießt, während ich arbeite. Ah ja, er schläft meistens, ist aber immer gut gelaunt, wenn ich ihn besuche. Ihr beide haltet euer Haus sauber bis auf die Werkstatt. Aber das kann ich euch nicht verhindern. Die habe ich euch überlassen. Ich will eure Vorräte nicht beschädigen. Vielen Dank, Clara. Wirklich, ihr seid ein Segen für uns beide. Oh, ihr seid wirklich zu lieb, Magdalene. Gott segne euch. Ja, aber er hat jetzt zwar nichts Zentrales gebracht, aber auch, ja, wer weiß das schon. Okay, gehen wir erstmal zu Else. Kraft. Ach, du große Güte, ist das... Ach, der große Güte. Okay, leicht besoffen. Liegt im Erbrochenen. Hey, aufwachen.
Ihr werdet erfrieren, wenn ihr hier draußen bleibt. Ich habe nicht die Kraft, ihn nach Hause zu tragen. Ich muss jemanden fragen. Vielleicht Balthas. Sie sind einander immer noch freundschaftlich zugetan. Also könnt ihr helfen. Oder Jörg, er ist stark, er schafft es. Wie geht das für eine Sauerei? Gut, dann fragen wir mal den Jörg. Der kann das vielleicht ein bisschen besser. Hallo Magdalene, kann ich euch irgendwie helfen? Ich habe mit Dr. Stolz betrunken und ohnmächtig bei der Bäckerei gefunden. Er schläft in einem Graben. Schon wieder? Um Himmels Willen. Um Christi Willen, wenn so etwas gelegentlich passiert, ist das in Ordnung, aber der Mann ist einfach nicht trinkfest. Um ehrlich zu sein, auch gelegentlich finde ich bereits unangemessen. Ach, ein Mann muss sich hin und wieder entspannen, die Bürde der Verantwortung ablegen. Wie auch immer, ich bringe ihn nach Hause. Kein Grund zur Sorge, Magdalena. Gut. Okay, dann haben wir das erledigt. Christliche Geschichte der Abtei. Vielleicht können wir wirklich auch mal mit Mathilda reden, wo sie hier gerade steht. Gott segne euch, Magdalena. Hallo Mathilda, hallo Reusler, wie geht es euch beiden? Sehr gut. Der Herr hat uns mehr gesegnet, als wir verdienen. Und wie geht es euch, Magdalena? Ich war in Sorge, weil ihr euch allein im Haus und Werkstatt kümmern müsst. Lasst mich euch und eurem Vater etwas Suppe bringen. Das würde Papa sehr freuen. Ich hatte kaum Zeit, eine warme Mahlzeit zu bereiten. Mit eurem Vater, dem Geschäft in dem Wandbild, ist es eine Überraschung, dass ihr noch auf den Beinen steht. Er hat großes Glück, eine so hingebungsvolle Tochter zu haben. Und bevor ihr befürchtet, uns Umstände zu machen, vergesst es. Wir kümmern uns um unsere Nachbarn, so dienen Tilda und ich Tassing. Unsere Berufung mag sich geändert haben, aber unsere Dankbarkeit gegenüber Gott und der Stadt nicht. Ihr habt euch schon immer sehr für die Stadt eingesetzt. Eure Nachbarn haben sich in schweren Zeiten um uns gekümmert. Ha, manchmal fühlen sich diese Tage an wie ein anderes Leben. Eine schwere Zeit, so viel steht fest. Ich dachte, der Abtei sei es damals deutlich besser gegangen als der Stadt. So hieß es auch. Ich glaube, insgeheim hatte Ferdinand gerne Mühe, ein Skriptorium und ein Doppelkloster zu unterhalten. Und es war keine Hilfe, dass Guy die Sahne abgeschöpft hat. Aber dass sowohl die Stadt als auch Kirsau zu kämpfen hatten, war nur ein Teil dessen, was diese Zeit so schwer machte. Das Leben einer Nonne kann anstrengend sein, aber ich hatte nie solche Schwierigkeiten wie ihr jetzt, Magdalene. Was in eurem alten Leben war schwierig für euch? Dennoch kämpfte ich mit meinen Gelübden, meiner Disziplin. Ich konnte nicht so leben wie meine Schwestern. Ich habe meine Gelübde gebrochen, genau wie Wojslaw. Ihr habt euch verliebt? Ja, in der Tat. Ich habe sie verführt. Das hast du nicht. Sagst du der jungen Magda hier dann etwa, dass du mich verführt hast? Wojslaw, bitte. Ihr habt also die Abtei verlassen. Wir wurden ertappt, aber unser Geheimnis blieb gewahrt. Dennoch fraß die Angelegenheiten an meinem Herzen. Außerdem hat dir die falsche Anschuldigung, den alten Baron ermordet zu haben, Angst gemacht und das zu Recht. Wir alle müssen für unsere Sünden Rechenschaft ablegen, Magdalene. Ich hatte Angst, bei mir würde das früher passieren als gedacht. Das waren die härtesten Jahre meines Lebens. Ich habe bereut und zu Gott um Vergebung gebeten, aber der Herr sorgt immer für uns, selbst an den dunkelsten Tagen. Die Zerstörung der Abtei gab uns eine zweite Chance. Es muss seltsam sein, dieses Leben nach so langer Zeit zu verlassen. Ach, nun, ich gebe zu, es ist seltsam, den Konvent nicht betreten zu können. Ich vermisse die Schwestern an manchen Tagen schrecklich, aber ehrlich gesagt war es eine Erleichterung, nicht länger durch meine Gelübde eingeschränkt zu sein. Der Herr vergibt bereitwillig als der Mensch, vergibt bereitwilliger als der Mensch, Magdalena. Denkt niemals, ihr müsstet an einem Ort bleiben, der euch zur Sünde bringt, auch wenn andere ihn für göttlich halten. Ich bin froh, dass ihr beide endlich in der Lage seid, zusammenzuleben. Ihr habt es verdient. Nur durch die Gnade Gottes sind wir in diesem Leben zusammen. Mögen es noch viele Jahre sein, bis wir uns trennen müssen. So Gott will. Wie auch immer, Magdalene, ich bringe euch die Suppe in Kürze.
Gott segne euch beide. Gott segne euch, Magdalena. Gott segne euch. Und das ist doch versöhnlich. Nichts erfahren, aber... Ja, mein Gott. Gibt schon was. So, da liegt immer noch darum. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Also den brauche ich jetzt wegen der Geschichte von Tassim nicht zu fragen. Ach, ich bin total falsch gelaufen. Kann ich vielleicht den Baltas, vielleicht kann der Baltas behalten? Der Typ, der steht ja auch immer schön in der Ecke. Ciao, Magdalena. Oh. Bene. Der Winter nähert sich schnell, oder? Wie sagt ihr hier? Pech, der kneift dir in die Nase? Aha, ja, so sagt man. All das hat mir viele eurer lustigen bayerischen Redensarten erklärt. Ich muss zugeben, sie sind ziemlich charmant, auch wenn die Sprache etwas zu rau für meine Zunge ist. Werdet ihr lange genug in Tassing bleiben, um mehr über unsere lustigen Redensarten zu erfahren? Ja, ich sollte bald nach Genua zurückkehren, aber Baltas und ich haben noch einige Geschäfte zu erledigen. Es hat länger gedauert, als ich erwartet hatte. Seine Kunden sind komplex. Vielleicht bin ich gezwungen, noch ein paar Wochen zu bleiben. Bio, wer weiß. Es muss schwierig für euch sein, so lange von zu Hause weg zu sein. Baltas hat mich wärmstens willkommen geheißen, daher bin ich nicht in besonderer Eile. Ich möchte nur vor dem starken Schneefall nach Genua zurückkehren, sonst dauert meine Reise doppelt so lange. Dann lasse ich euch mal weiterarbeiten. Grazie, Magdalene, bis später. So, mit Baltas rede ich aber trotzdem. Magdalene. Ja? Der Zimt, den ich in dem Bier zugefügt habe, ist perfekt. Ist das nicht ein Gewürz? Ja, mit vielen wunderbaren Eigenschaften. Die Kupfertöpfe, bei denen ihr mir geholfen habt, sie mit Rohren zu verbinden, sind Teil des Prozesses. Oh, ich dachte, es wäre für etwas Ernsthafteres. Magdalene, Bierbrauen ist ziemlich ernsthaft. Jedenfalls, es ist für die Weihnachtsfeier. Oh, ich nehme an, ihr habt nicht mehr viel Zeit. Sehr richtig. Das Rad der Zeit hält für niemanden an. Aber es wird ganz wunderbar. Zimt, Kaffee aus Äthiopien, Kakao aus der neuen Welt. Jesus Christus, wer Geld hat, kann alles tun. Was ist? Natürlich nicht, es ist euer Geld. Jedenfalls bin ich deswegen ziemlich aufgeregt. Offensichtlich. Alchemie ist normalerweise nicht meine Stärke. Und was Gnasius Beschwerden wegen der Kosten angeht. Für den Rocken, den wir verwenden, zahlen wir nichts. Wirklich? Ja. Die Bauern hatten dieses Jahr so viel Rocken, dass sie nicht alles verwerten konnten. Gret hat so viel Brot wie möglich damit gebacken, musste aber dennoch viel wegwerfen. Warum also kein Bier daraus brauen? Ja, warum nicht? Danke. Ich hatte eigentlich gehofft, ihr könntet vielleicht etwas für mich übersetzen. Übersetzen aus dem Lateinischen? Ja. Ich bin auf ein Buch über die Geschichte von Tassin gestoßen und hoffte, ihr könntet mir helfen, es zu lesen. Oh nein, nicht heute, dafür bin ich gerade viel zu beschäftigt. Also, ich habe alle Hände voll mit dem Weihnachtsbier zu tun, wisst ihr? Natürlich, entschuldigt die Störung. Kein Problem, verzeiht, dass ich nicht mehr helfen konnte. Schönen Dank auch. Wartet nur dein Bier. Das ist enttäuschend. Der Arzt ist besoffen. Baltas will nicht. Also Gertrude... Reden wir mal mit Else. Ich will nicht mit Thomas reden. Else. Magdalene, meine Liebe, was führt euch den Hügel herauf? Papa hat mir erzählt, dass eure Familie seit Jahrhunderten von Jahren in Tassing lebt. Oh, geht es um das Wandbild? Ich bin nicht sicher, ob ich damit etwas zu tun haben möchte. Hier ist übrigens ein schöner Hirsch. Ich werde eure Familie nicht erkennbar darstellen, falls es hilft. Ihr gehört zu den wenigen Menschen, die etwas über die Stadt nach dem Abzug der Römer wissen. Die Müllers sind seit Generationen eine Säule von Tassing, das stimmt. Obwohl ich leider nur wenig über sie weiß. Und vieles davon habe ich von anderen gehört. Lennart wollte nie über die Vergangenheit reden. Ich meine eure Familie, die, in der ihr geboren wurdet. Euer Familienname lautet Karwiesel, nicht wahr? Oh. Seit Jahren hat keine Seele in der Stadt nach meiner Familie gefragt. Ich dachte schon, meine Nachbarn hätten uns vergessen. Es überrascht mich nicht, dass euer Vater sich an die Karwiesels erinnert.
Er stellte meine Schwester nach, bevor er eure Mutter kennenlernte. Und mal kurz nach dem Namen gucken. Carvinsel sagt mir gar nichts. Das ist ja witzig. Das zeige ich euch mal jetzt. Der Name sagte mir zwar, kommt mir zwar vertraut vor, sagte mir aber in der Bedeutung überhaupt nichts. Und ich muss hier eben schnell mal ganz kurz. Das Ganze aufblenden. Wir sind hier in der bei Familiennamen CH, also jetzt ohne. Das ist das schweizerische Idiotikon zur Familiennamenforschung. Und da haben wir den Namen Carvisel. Ja. Zur Etymologie, die Vorsilbe K geht auf das lateinische Casa für Haus zurück. Und Wiesel ist die späträtoromanische Form des deutschen Wetzel, eine Kurzform von Werner. Carvisel bedeutet also wörtlich das Haus des Werner, Wetzel, Wietzel. Namenserklärung im Schweizer Rundfunk. Ich würde das Ganze das mal in der Folge dann verlinken. Ich muss mal ganz kurz die Adresse kopieren. Und würde das verlinken in der Beschreibung zum Video. So. Verteilung sehen wir hier. Ja. Anders als die Namen, die wir uns bisher angeschaut haben, sind wir hier wirklich im Bereich der Alpen. Genau, also im Grenzgebiet faktisch zwischen der Schweiz und Österreich. Ja, Wahnsinn. Historisches Lexikon der Schweiz. Johann Carvisel. Das ist witzig. Gehen wir mal drauf. Historisches Lexikon der Schweiz. Das kopiere ich mir auch mal. Carvisel. Mal sehen, wie das jetzt in der Aufzeichnung aussieht. Das sieht doch noch gut aus. Also, weit verbreitetes rätoromanisches Geschlecht mit Herkunftsorten vor allem am Vorderrhein, Hinterrhein und am Innboden. Das ist dann eher schon unsere Region. Jetzt nicht weiter. Also interessanterweise ein Name ausgewählt, der nicht nur anders klingt als alle, die wir bisher hatten hier, also die schon einfach eine ganz andere historische Dimension anzeigen, sondern tatsächlich sich in dem Raum auch verorten lässt, als historischer Familienname. Aus Casa lateinisch und rätoromanisch für Werner Wetzel. Interessant. Gut, gut. Ich bin jetzt die Letzte von uns. Carvisel klingt nicht wie ein Name von hier. Warum nicht? Ich bin Bayerin. Es ist mein Name. Also ist es ein bayerischer Name. Niemand sonst in der Stadt hat einen solchen Namen. Und müsste der nicht Carviselin heißen? Ich wurde immer Carvisel genannt, genau wie meine Schwester und meine Mutter und ihre Mutter vor ihr. Mein Großvater erzählt, dass die Carvisels schon seit Hunderten von Jahren in diesem Gebiet leben. Vielleicht sind es sogar tausend, obwohl es unmöglich scheint, sich eine so lange zurückliegende Zeit vorzustellen. Die Carvisels waren Heiden? Ja, das ursprüngliche bayerische Volk. Sie waren schon vor den Römern hier. Mein Großvater erzählt, sein Großvater habe gesagt, dass die Carvisels die Stadt nach dem Abzug der Römer neu besiedelt hätten. Sie bauten ihr neues Zuhause genau an der Stelle, wo sie gelebt hatten, als die Römer ankamen.
Interessant, erscheint dich das nicht unwahrscheinlich? Ach, wer weiß es schon. Warum muss eine Geschichte wahr sein? Wie wahr ist, sie ist oder nicht, spielt keine Rolle, Magda. Wichtig ist, dass ich es glaube, dass es mich mit meinen Vorfahren verbindet. Wenn ich daran denke, wie die alten Kawisels von ihrem Land vertrieben wurden, nur um es wiederzufinden und Christen zu werden. Der Name spricht leider ein bisschen dagegen. Also wenn er lateinische Bestandteile hat, ja. Also spricht es zumindest für so eine Mischkultur. Dann sind sie mir gefühlt näher. Steht ihr? Ich denke schon, es ist wie die Geschichte meines Vaters darüber, wie er meine Mutter umwarb. Ich erinnere mich nicht an ihr Gesicht, aber wenn er von ihrem Lächeln erzählt, kann ich es beinahe sehen. Ja, es spielt keine Rolle, ob ihr euch wirklich erinnert. Wenn ich Ulrike die Lieblingslieder meiner Schwester vorsinge, kenne ich meist nicht mehr alle Worte, aber das ist in Ordnung. Ich weiß auch nicht genau, wie die Kawisels Tassing neu besiedelt haben. Wichtig ist, dass ich mich ihr und ihnen nahe fühle, obwohl sie jetzt so weit von mir entfernt sind. Dafür sind Geschichten da, Magda. Geht jetzt, ihr müsst ein Wandbild fertigstellen. Vielen Dank, Elsie, ihr habt mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Gott segne euch, liebe Magdalena. Gespräch mit Elsie. Ah, passt mal auf. Das ist Anna, also die kleine Taschendiebin. Das ist Ulrike. Wenn Else der Ulrike Geschichten erzählt, hat Anna Paul geheiratet. Schauen wir mal nach, ob das stimmt. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Komm, zeig's mal. Die Namen, also irgendwas mit dem Lexikon hier ist... Ach, das ist der Kraft ist faktisch... Das ist der Enkel von Agnes. Die Personenliste wird nicht so gut geführt. Das heißt, die Bäcker und die Müller bauen eine gemeinsame Familie auf. Und hier draußen ist Paul. Guten Morgen, Magdalene. Wie kommt ihr mit dem Wandbild voran? Ich mache gute Fortschritte. Ich habe heute mit der Geschichte der Heiligen begonnen. Gut, gut. Tassing ist schließlich ein Wallfahrtsort. Ich vertraue darauf, dass ihr die Meinung des Rats zu diesem Thema berücksichtigen wollt. Der Rat konnte sich monatelang nicht entscheiden, was auf dem Wandbild dargestellt werden sollte. Ich bleibe bei meinen eigenen Entscheidungen. Danke. Magdalene, ich muss euch nicht daran erinnern, was dieses Wandbild für die Stadt bedeutet. Sollte das Wandbild Tassing negativ darstellen, wird das Leben für alle schwieriger. Ich bitte nur darum, dass er den Herrn berücksichtigt. Das Wandbild ist für Tassing, aber es muss auch anderen gefallen. Ich werde den Herrn berücksichtigen, keine Sorge. Danke, Magdalene. Jedenfalls bin ich froh, dass ihr mit dem Wandbild gut vorankommt. Verzeiht meine plötzliche Nachfrage. Ich war so damit beschäftigt, mich auf die nächste Ratssitzung vorzubereiten, dass ich nicht so viel Zeit mit Anna verbracht habe wie sonst. Sie sagt, ich werde hektisch, wenn ich überarbeitet bin. Arbeitet der Rat an etwas Neuem? Wir erwägen jährliche Wartungskontrollen in allen Häusern von Tassing. Die Idee stieß auf deutlich mehr Widerstand, als wir erwartet hatten. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich würde meine Nachbarn jedes Jahr in meinem Haus herumstöbern lassen. Das ist eine Frage der Sicherheit, Magdalena. Das Haus der alten Witwe fiel vor ihrem Tod praktisch auseinander. Das würde dazu beitragen, diejenigen in Tassing zu schützen, die Dinge nicht selbst reparieren können. Witwen wie Agnes oder Gret. Ja. Jedenfalls ist die Angelegenheit längst nicht geklärt. Es wird bestimmt Frühling sein, bevor tatsächlich etwas geschieht. Ich muss zurück an die Arbeit. Danke, dass ich euch unterbrechen durfte, Magdalena. Gott segne euch. Bis später, Paul. So, haben wir jetzt die Personen drin? Das ist nicht... Irgendwas stimmt da nicht mit dem... Das ist ein Bug. So, und das ist dann offensichtlich... Ach, das ist ja süß, Andreas. Hallo. Ach, dann haben sie ihren Sohn. Ja, ich will jetzt mal nicht so weit greifen. Jedenfalls ist der Name gleich. Guten Tag, Meister Müller.
Andreas. Was machst du heute? Ich zeichne. Was interessant ist? Nein, Geheimnisse. Verstehe. Dann lasse ich euch mal allein. Das ist ja super. Okay. Martha. Hey, Magda. Hey, Magda. Gut, da kommt nichts bei raus. Ich frag mal doch Thomas. Sehen wir, wo Thomas. Gott segne euch, Magdalena. Gott segne euch, Vater Thomas. Habt ihr einen Augenblick Zeit? Natürlich, und kann ich euch helfen? Ich wollte euch zu den Heiligen von Tassing befragen. Sie sollen im Rathaus vertreten sein. Das höre ich mit Begeisterung. Die Heiligen werden ein wunderbares Herzstück für das Wandbild abbilden. Ihr missversteht mich, Vater. Ich werde sie vielleicht einarbeiten, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Dann werde ich mich bemühen, euch davon zu überzeugen, sie einzuarbeiten. Aber ihr wisst schon, dass es eine Heilige gibt, die ihr überseht. Nun, die heilige Jungfrau natürlich, Maria. Viele Menschen vergessen, dass Maria die größte Heilige ist. Und sie hat vor Jahrhunderten einen der Bauern hier in Tassing besucht. Ich lege mal meinen Stift zurecht. Mal sehen, was wir jetzt haben. Was? Wirklich? Es ist wahr. Vor Jahrhunderten hatte ein Bauer auf den Feldern hinter uns drei Visionen von Maria. In der ersten sagte sie ihm, er solle dem Bischof von Freising berichten, dass sie erschienen sei. Der Bauer reiste nach Freising, aber der Bischof wollte ihn weder sehen noch hören. Das scheint mir in Anbetracht der Umstände eine vernünftige Reaktion zu sein. Mag sein, aber gesegnet sind diejenigen, die glauben, ohne gesehen zu haben. Nur leider hat der Bischof nicht geglaubt. Der Bauer kehrte nach Tassing zurück und hatte auf dem Feld eine weitere Vision. Die Jungfrau zeigte ihm ein Muster, ein Labyrinth. So entstehen Geschichten. So macht man das. So macht man das. Also, immer wenn man im Christentum eine schöne Legitimierungsstrategie braucht, hilft ein epiphantisches Ereignis. Also eines der Erscheinungen. Ja. Okay, so bauen die ihr, so erklären die ihr Labyrinth. Das Labyrinth war längst als Symbol da, bevor Maria kam, als Heilige und den Bauern auf dem Feld erschien. Warum hat sie ihm das Labyrinth nicht gleich beim ersten Mal gegeben? So macht man die Erzählstrategie nämlich kaputt. Ja? Was hier umgesetzt wird, ist nämlich eine Dreizahl. Ja? Also das heißt, beim ersten Mal, beim zweiten Mal, und beim dritten Mal dann, jetzt müssen wir es aber machen. Ganz typische Geschichte. Der Bischof wollte da den Bauern abweisen. Sah dann aber die Zeichnung des Labyrinths in seinen Händen. Es war das gleiche Bild, das der Bischof drei Nächte zuvor in einem Traum gesehen hatte. Genau. Er traf den Bauern, der ihm von den beiden Erscheinungen erzählte, die er hier in Tassing gefunden hatte. Der Bischof war von der Geschichte des Bauern bewegt und kam hierher nach Tassing. Der Bischof kam hierher? In der Tat, es war das einzige Mal, dass der Bischof jemals Tassing besucht hat. Und als der Bischof kam, erschien Maria allen beiden. Sie sagte den Bauern, dass die Stadt diese Kirche bauen müsse und dem Bischof, er müsse die Stadt unterstützen. Ich hatte keine Ahnung, dass das am Anfang von allem stand. Ich erzähle diese Geschichte nicht sehr oft. Ja, nur dann, wenn es nur tut, ne? Ach, Thomas. Ach, Thomas. Also eine Marienerscheinung.
Also wenn nichts mehr funktioniert, kann man das immer oben drauf geben. Ich nehme an, die Leute hier denken an Moritz und Satya und an ihre Verbindung zu ihrem Haus. Maria ist ein so zentraler Bestandteil ihrer Gebete, dass sie darüber unsere besondere Maria vergessen. Jedenfalls waren die Forderungen unserer lieben Frau eindeutig und der Bischof half bei der Finanzierung dieser Kirche. Seitdem wird sie von den Menschen in Tassing besucht. Dann ist das Gemälde entstanden. Wann ist das Gemälde entstanden? Ich bin nicht sicher, vielleicht vor 100 Jahren. Vielleicht vor 300. Und natürlich kann ich euch den Künstler leider nicht nennen. Aber es ist schon länger her, als irgendjemand sich erinnern kann. Danke für die Geschichte, Vater Thomas. Habe ich euch überzeugt, die Heiligen an prominenter Stelle das Wandbild zu integrieren? Ich denke noch darüber nach. Nun, wenn euch Nachdenken nicht weiterbringt, werdet ihr vielleicht feststellen, dass das Gebet euch mehr Klarheit liefert. Gott segne euch in euer Werk, Magdalena. Gott segne euch, Vater Thomas. Du Teufel. Das ist es. Mutter Maria Jesu, dieses Bildnis ist schon hier, seit ich mich erinnern kann. Sitze. Und das sieht sehr schön aus. Ne? Okay. Jetzt dürfte ich hier unten eigentlich alles haben. Christliches Tassing. So, Thomas haben wir. Gut, dann gehen wir jetzt zur Abtei. Mal auf die Uhr schauen, wie lange die Aufnahme jetzt schon geht. Das zieht sich unglaublich, ne? Haben jetzt schon wieder eine Stunde rum. Und wir sind gefühlt kein Stück näher gekommen. Ich sollte mit Schwester Gertrude sprechen, da sie Benediktinerin in Kirsau war, bevor die Klarissen kamen. Sie kam mir sicher für das Wandbild alles über die Geschichte des Klosters erzählen. Gehen wir mal zum Schrein. Sie pflegen sich. Kümmern Sie sich schon um den Schrein. So, folgendes. Ich werde jetzt noch die Geschichte im Konvent abschließen. Das dauert vielleicht nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten, so gefühlt geschätzt. Und den zweiten Teil, also der Gang dann in die alte Abtei, das werden wir tun, wenn wir in der nächsten Folge machen müssen. Gott segne euch, Magdalena. Hallo Schwester, ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Natürlich, Magdalena, ich werde helfen, wo ich kann. Gebet Nummer 1. Ich werde den Sofortdialog anstellen und die Textgröße ein bisschen hochsetzen. Um die Geschwindigkeit ein bisschen zu erhöhen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das sich gut anfühlt. Ich habe ein Buch, die Historie Tassie, und ich kann es nicht sehr gut lesen. Könnt ihr mir helfen, es zu übersetzen? Ich fürchte, mein Latein ist nicht gut genug, um so etwas zu übersetzen. Die Grammatikstrukturen sind viel zu komplex. Es tut mir leid, Magdalena. Das ist in Ordnung, Schwester. Ich muss einen anderen Weg finden. Eines wäre da noch, falls es euch nichts ausmacht. Es geht um das Wandbild für das Rathaus. Oh, ihr braucht mehr Farbe. Ich glaube, ich habe genügend Galle eingelagert. Nein, nein. Danke, Schwester. Ich habe mehr als genug Farbe. Ich wollte euch eigentlich nach der Geschichte von Kirsau fragen. Ich möchte die Gründung der Abtei und die Geschichte der Heiligen von Tassing in das Rathausbild aufnehmen.
Ich habe an Pfarrer Mathieu geschrieben, weil er in der Pfalz gelebt hat, wollte den Ort aber auch selbst sehen. Ah, Bruder Mathieu ist Pfarrer geworden, nicht wahr? Er war schon immer für so eine Rolle geeignet. Ich finde es eigentlich angenehm, das so zu lesen. Aber ich nehme nicht an, dass ihr deshalb den Hügel heraufgekommen seid. Ihr seid neugierig auf die Geschichte der Heiligen, richtig? Ja, ich hatte gehofft, ihr könntet mir das Kloster zeigen und mir von seiner Geschichte erzählen. Die Klarissen erlauben keine Außenstehenden innerhalb des Klosters, nicht einmal andere Frauen. Mutter Franziska? Möchte niemanden wegen eines weltlichen Anliegens hereinlassen. Ich verstehe. Dennoch heißt Mutter Franziska immer alle willkommen, die erwägen, dem Orden beizutreten. Wenn eine junge Frau ernsthaft erwägt, dem Kloster beizutreten, kann ihr der Zutritt in die Beobachtung der Schwestern erlaubt werden. Wer weiß, was sie sonst noch alles entdeckt, wenn sie über das heilige Leben sinniert. Nun, ich nehme an, es kann nicht schaden, alle meine Optionen auszuloten. Die Besichtigung des Klosters wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Wollt ihr jetzt Mutter Franziska besuchen? Ja, gehen wir. Gertrude ist gar nicht auf den Kopf gefallen. Mutter Franziska möchte euch Magdalene Druckerin vorstellen. Die Tochter des Druckers, ja. Gott segne euch, Magdalene. Vater Thomas erzählte uns vom Zustand eures Vaters und wir beten täglich für seine Genesung. Oh, danke, Äbtissin. So lautet unsere Pflicht, dem Herrn und der Gemeinschaft, die wir für uns sorgt, zu dienen. Worum geht es hier? Schwester Gertrude, ihr kennt unsere heiligen Regeln. Warum bringt ihr das junge Fräulein Trurin zu mir? Vergebt mir, Mutter. Magdalene sucht ihren Platz in der Welt und erwägt dabei das heilige Leben. Ich dachte, die Beobachtung der Schwestern könnte ihr bei der spirituellen Suche helfen. Die Idee hat sie ermutigt. Richtig, ja. Ich wundere mich, dass ihr die Abtei bislang noch nie besucht habt, Fräulein Trurin. Wenn Gott euch ans Kloster ruft, bin ich mehr als bereit, euch zu helfen, diesem göttlichen Willen zu entsprechen. Woher der Sinneswandel? Warum interessiert ihr euch für die Klarissen? Ich hatte eine heilige Vision. Die heilige Sa Obwohl, nee, ich lüge die nicht an. Magdalene, ihr solltet eure weltlichen Pflichten nicht aus Angst vor dem Unbekannten aufgeben. Andererseits stimme ich zu, dass die Arbeit in einer Druckerei und das Malen keine geeigneten Aufgaben für eine Frau sind. Dank Gott, dass ihr uns um Hilfe ersucht habt. Es ist kein Wunder, dass euch all das überwältigt hat. Bitte kommt, ich erzähle euch gern mehr über unseren Orden. Unser kleines Kloster gehörte früher zu dem größeren Doppelkloster Kirsau, wie euch Schwester Gertrude sicher bereits gesagt hat. Die Klarissen leben jedoch gänzlich anders als die Benediktiner, die einst hier lebten. Wir glauben, dass es nicht unsere Aufgabe ist, etwas herzustellen und leben ausschließlich von den Almosen der Gemeinschaft von Tassing. Zudem hat keine der Schwestern hier irgendeinen persönlichen Besitz. Wir teilen dieses Kloster als Geschenk der Kirche. Wir glauben, dass der Herr uns in ein Leben der Armut und des Dienens berufen hat. Hältst euch ein solches Leben, Magdalene? Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich würde gerne alles erkunden und mich umsehen, ein Gefühl für den Ort bekommen. Magdalene, ihr habt mich nicht verstanden. Wir haben uns bewusst von der Welt abgeschottet. Ich werde nicht zulassen, dass eine Laienfrau die Schwestern von ihren Pflichten abhält oder unseren Alltag stört. Ich werde jeder Schwester Susanne erlauben, euch unsere Pflichten zu zeigen. Bitte lasst euch Zeit. Wenn ihr fertig seid, kommt bitte zu mir, dann sprechen wir über eure Entscheidung beizutreten. Endlich, ich dachte schon, sie würde nie fertig. Was? Ehrlich gesagt bin ich nicht hier, um dem Konvent beizutreten. Ich suche Referenzen für ein Wandbild, das ich im Rathaus male. Gut, dann sehe ich mich jetzt um. Wohin gehen wir zuerst? Das Kloster hat viele Bestandteile. Die Küche, das Lokarium, den Kapitelsaal, den Hof und die alte Werkstatt, obwohl niemand mehr diesen alten Schuppen benutzt. Ich überlasse euch die Entscheidung, wohin wir zuerst gehen. Besuch bei den Klaristen. Dann gehen wir doch mal in die Kapelle als allererstes. Ui.
im Jahr des Todes des Kaisers Friedrich II. Also Friedrich des Großen. Wann ist er gestorben? Ich weiß, wann Barbarossa gestorben ist und dann mit Heinrich. Wann ist der Friedrich? Das muss 12 oder 13. Jahrhundert gewesen sein. Zocker, ich hab's nicht im Kopf, müsste ich jetzt nachschauen. Na, wir gucken mal. Das muss uns schon irgendjemand erklären. Das ist die Kapelle, in der wir uns alle zur Messe und Liturgie versammeln. Sie ist der älteste Teil des Klosters und der zugigste. Hallo nochmal, Schwester Gertrude. Die Schwestern haben im Laufe der Jahre einige kleinere Restaurierungen vorgenommen, aber es zeigt die Abtei seit ihren Anfangstagen. Oh, da ist der Turm und die Bibliothek. Der Kreuzgang ist noch im Bau. Ja, der Turm war ein Bergfried, lange bevor das Ganze ein Kloster wurde. Das Herzogtum schenkte ihn dem Benediktinerorden, nachdem das Heilige Römische Reich gewachsen war. Er hatte als Bergfried ausgedient. Diese Mauern schützen Tassing seit Generationen vor Angriffen von Geist und Stahl. Hier ist auch etwas Lateinisches. Gott berief 1261 die Dame Sabine. Wo habe ich die denn? Was? Wo ist denn Sabine? Ah, hier, Sabine. Da haben wir das Jahr. Unsere Schwestern und Brüder zu führen. Die Burg des Herrn von Kirsau wurde im Todesjahr Kaisers Friedrichs II. Durch einen Brand zerstört. Nur der Turm blieb erhalten. Gut gemacht, Magdalene. Ja, der erste Satz für das Gründungsjahr der Abtei auf. Eben. Die Dame von Kirsau war es eigentlich, die vorschlug, die alte Burg in ein Doppelkloster umzuwandeln. Den zweiten haben wir kurz nach der Revolte hinzugefügt. Mutter Illuminata hielt es für unpassend. Auch wenn die Schwestern nicht hier wären, gäbe es so eine Aufzeichnung dessen, was passiert ist. Kirsau ist einzigartig, ein Doppelkloster mit zwei Heiligen, einem Mann und einer Frau, um die Stadt und die Abtei zu bewachen. Die Gründung der Abtei liegt also noch weiter zurück als das Heilige Römische Reich. Vieles wurde auf diesem Land über Generationen hinweg gebaut und abgerissen. Wer weiß, was hier früher sonst noch alles stand. Ihr hattet recht, Schwester. Dieses Wandbild wird eine großartige Referenz für das Rathaus sein. Dann bin ich froh, dass ich helfen konnte. Gott segne euch, Magdalene. Da gehen wir gleich rein. Gucken erstmal noch, was hier ist. Gott segne euch, Magdalena. Ach, die Makröte. Mit ihrer Katze. Ach. Das ist die Küche. Hier gibt es nichts Interessantes. Schwester Marie und Schwester Isabeau kümmern sich um die meisten Küchenaufgaben. Aber alle helfen mit, wenn es nötig ist. Das ist der Zugang, den Kaspar und Andreas entdeckt haben. Aus dem Aquädukt. Dann reden wir doch mal mit der Beige. Gott segne euch, Kind. Liefert ihr etwas an? Nein, Schwester, ich lerne mehr über die Geschichte des Klosters, damit ich ein Waldgemälde in der Stadt fertigstellen kann. Ah, ich verstehe. Diese Küche wird seit Jahrzehnten benutzt. Länger als ich lebe, so viel steht fest. Ich bereite gern nahrhafte Mahlzeiten für die Schwestern zu, aber ich kann mich nie dazu durchringen, die Tiere zu schlachten. Schwester Isabeau hat diese Aufgabe dankenswerterweise für mich übernommen. Wir brauchen Nahrung, aber ich halte die Regel des heiligen Franziskus, kein Tier zu schlachten, für richtig. Irgendeinem Lebewesen Leid zuzufügen, ist unnötig und böse, obwohl Gott Adam und Eva die Herrschaft über die Tiere gewährt hat. Die Küche scheint ziemlich einfach zu sein. Gibt es hier etwas aus den Gründungstagen des Klosters? Wohl kaum mehr als die Mauern selbst, fürchte ich. Kochgeschirr muss im Laufe der Jahre ersetzt werden. Obwohl mir in manchen Nächten ein Geist am Kochfeuer erscheint.
Ein verlorener Geist gefangen zwischen Himmel und Hölle. Schwester Marie, nicht schon wieder. Nicht zu Magdalene, bitte. Was hat euch glauben lassen, ihr hättet einen Geist gesehen? Die Gestalter hob sie aus dem Boden. Die Meldung bei der Mahnwache. Es ist noch keine 2 Wochen her. Morgen und Abenddämmerung sind die Stunden, in denen die Grenzen zwischen dieser und der spirituellen Welt am durchlässigsten sind. Wir mögen die Neuankömmlinge hier sein, aber dieses Kloster ist sehr alt. Vielleicht befand sich unter dem Fundament Jahrhunderte zuvor etwas Römisches. Mit Sicherheit. Der Geist strebt vielleicht nach der Gegenwart Gottes, nun da er auf heiligen Boden ruht. Ich denke wirklich, dass es etwas anderes gewesen sein muss. Der Gedanke bricht mir das Herz, dass dieser Geist um Hilfe geschrien hat, gefangen außerhalb der Reichweite des Himmels. Warum gehen wir nicht weiter, Magdalena? Es ist besser, Schwester Marie, nicht zu sehr aufzuregen. Natürlich, Gott segne euch, Schwester. Gott segne euch, Kind. Gott segne euch, Magdalena. Gott segne euch, Schwester. Wie geht's beim Kochen? So gut, wie der Herr es will. Meine alten Finger wollen von Zeit zu Zeit nicht mehr, aber es ist mein Privileg, das Essen für die anderen Schwestern zuzubereiten. Das ist sehr edel von euch. So wie Gott Paulus einen Stachel ins Fleisch stach, so gab er mir die Leiden des Alters, um meinen Glauben zu stärken. All das ist ein Segen im Vergleich zu dem Leid, das Christus am Kreuz ertragen hat. Ja, im nächsten Leben, aber selbst Christus hat gesagt, wir müssten Mühsal überstehen. Ich habe mich entschieden, Sinn und Hingabe an den Herrn in meinem Leid zu finden. Danke, dass ihr eure Sichtweise mit mir geteilt habt, Schwester. Ihr seid herzlich willkommen, Kind. Gott segne euch. Das mit dem Labyrinth, das lässt mir keine Ruhe. Es ist sehr kalt heute. Es gibt nicht viel im Hof, dass ich euch helfen könnte, denke ich. Alles, was hier war, ist seit langem vom Unkraut überwuchert. Ich weiß über diesen Ort nur, dass die Mauern hinzugefügt wurden, als der Korinth auf das Kloster gebaut wurde. Und Gott segne euch, Schwester Benedikta. Schwester Susanne, Gott segne euch. Oh, dieses Eis ist hart. Kenne ich euch, Schwester Benedikta? Ich glaube, ich habe euch ein- oder zweimal in der Stadt gesehen. Ja, ihr könntet sie gesehen haben. Schwester Benedikta ist die jüngste der Schwestern. Mutter Franziska erlaubt nur einer Schwester den Umgang mit den Stadtbewohnern. Dieses Privileg hat Benedikta. Das ist eine Bürde. Ich muss überall herumlaufen, das ganze Essen holen und sämtliche Aufgaben erledigen. Ich wäre lieber drinnen, wo es warm ist. Was macht ihr überhaupt hier oben im Kloster? Mutter Franziska hat gesagt, ich darf mich umsehen. Oder will ich nicht im Weg stehen? Eigentlich, Schwester Benedikta, wollte ich euch einige Fragen stellen. Seid ihr gern Nonne? Oh, es macht mir überhaupt nichts aus. Es ist viel ruhiger als zu Hause und ich muss das Bett nicht mehr mit meinen Geschwistern teilen. Ich helfe den Eltern und Schwestern gerne und die Hausarbeiten machen mir nichts aus. Außer wenn es so kalt ist wie jetzt. Noch eine Frage, Schwester Benedikta. Habt ihr in letzter Zeit seltsame Gestalten oder Geister gesehen? Geister? Nein. In letzter Zeit war alles normal. Ich habe nichts Merkwürdiges bemerkt. Geht es hier um Schwester Marias Geist? Ich denke, es ist Mauritius. Oh nein. Es gibt also einen Geist in der Abtei. Nun, ich selbst habe nichts gesehen, aber wenn es einen Geist gibt, dann dürfte es Mauritius sein. Sagt es nicht Mutter Franziska, aber ich habe in der Werkstatt versteckt ein altes Buch über christliche Legenden gefunden. Angeblich hat ein römischer Kommandant namens Mauritius Tassinger erobert, aber die Kolonie ist gescheitert. Die letzte Brücke, Gaius Metellus Moritz Mauritius. Das ist alles ein loses Durcheinander.
Der größte Teil der Stadt war leer, bis christliche Flüchtlinge sich versteckt im Tal fanden. Es war ein Wunder. Ich frage mich, ob das eine andere Version der Geschichte ist, wie der heilige Moritz Tassing rettet. Und vielleicht, ich erinnere mich nicht, ob das Buch irgendwelche Heiligen erwähnte. Das Latein war schwer zu lesen. Wie auch immer, als Schwester Marie sagte, sie habe einen Geist gesehen, dachte ich, es müsse Mauritius sein, der versucht, uns herauszuholen. Ein römischer Geist kann nicht glücklich darüber sein, dass sein Turm in eine Abtei verwandelt wurde, oder? Was habt ihr mit dem Buch gemacht, Schwester? Oh, naja, ich hatte es eines Tages in der Küche dabei und ich habe versehentlich den Schürhaken draufgelegt. Nun, das ist bedauerlich. Ich habe eine Reparatur versucht, aber jetzt ist alles unleserlich. Es tut mir leid, Magdalena. Das war die Geschichte von Tassin. Ich kann nicht, ich meine, wie könnte, ach schon gut. Eure Geschichte gibt mir zumindest eine Idee für das Rathauswandbild. Vielleicht kann ich sie dort bewahren. Danke, dass ihr mir von dem Buch erzählt habt, Schwester. Ich werde Mutter Franziska nichts sagen. Gott segne euch, Schwester. Haha, danke, Magdalene. Gott segne euch. War das die zweite Geschichte von Tassing, die ich da hatte? Das ist die alte Werkstatt. Oh, was ist das? Mist. Die Werkstatt ist voller Staub. Ja, das ist, hier war die Werkstatt der Benediktinerin. Sie stellten Abzeichen und Kunstwerke für Pilger her, die kamen, um die Hand des heiligen Moritz zu sehen. Anscheinend wurde nach dem Brand alles zurückgelassen. Hier wurde seit Jahren nichts benutzt. Wir können nicht von der Malerei leben und die Klarissen produzieren keine Waren zum Verkauf, also haben wir keinen Grund, hier zu sein. Aber durch die Kunst können wir Schönheit im Leben finden. Sogar Christus sagt, der Vater habe die Linien des Feldes in Schönheit gekleidet. Ich stimme zu, aber die Regel der Klaristen lautet anders. Für Mutter Franziska ist Kunst eine Versuchung zum Hedonismus. Mutter Franziska lässt uns hier nicht hinein, außer wir lagern etwas. Ich war einige Male da und habe bemerkt, dass Pinsel verschwunden sind und Farbtöpfe. Das schreibe ich mir mal auf. Also es gibt einen Geist, der in der Küche geht. In der Werkstatt fehlen Pinsel und Farbtöpfe. Denkt ihr, es war der Geist, von dem Schwester Marie gesprochen hat? Haha. Was auch immer Schwester Marie denkt, ich glaube nicht, dass Geister heiligen Boden betreten können. Außerdem braucht ein Geist eingetrocknete Farben und Pinsel. Gutes Argument, es ist wahrscheinlich etwas anderes. Vielleicht soll eine Nachricht übermittelt werden. Eine Botschaft? Was für eine Botschaft? Vielleicht eine Warnung? Adam sagt, dass Geister zu kommen, um Warnungen zu überbringen. Nun, ich habe keine getrocknete Farbe im Konvent gesehen, geschweige denn irgendwelche Warnungen. Ich glaube nicht, dass es ein Geist ist, Magdalene. Auf jeden Fall finde ich es traurig, dass die Werkstatt so belassen wird. Ganz ehrlich, Magdalene, ich denke nicht, dass ihr dem Kloster beitreten sollt, auch wenn ihr ohnehin nicht deswegen hier seid. Gertrude spricht über euch und ihr scheint eure Kunst zu lieben. Ohne sie würdet ihr es hier hassen. Das mag sein. Warte. Diese wertvolle Farbe wird auf den Paletten gelassen, wo sie eintrocknet und reißt. Hier ist ein alter Pergamentfetzen. Er ist anders als die übrigen. Das ist das Mithraeum. Sieht aus wie ein Fetzen aus einem Manuskript. An dem Rand steht etwas Latein. Mithraeum Tarsiae. Gut, das heißt. Das schauen wir uns mal genauer an. So, das ist die zentrale Figur, Mithras
weiß nicht mehr, ob das ein Stier war oder ein Wolf oder was auch immer da getötet oder einen Bären getötet hat. Das ist Mithras. So. Das ist Mars. Und guck mal an, wer hier steht. Das ist Diana. Satya. Ja. Da haben wir die Figuren. Mars, Mauritius, Gaius, Metellus, der heilige Moritz, Perchta, Diana, Tassia, Satya. Im Mithras-Kult. In der Kirche der lieben Frau vom Labyrinth. Da ist die Verbindung. Toll. Wunderbar. Das Mithrium von Tassin war durch eine Überschwemmung zerstört worden. Dieses Wort habe ich auch im römischen Teil der Mine gesehen. Moment, könnte das aus dem Buch sein, das Schwester Benedikta gefunden hat? Warum wird daran das Mithrium erwähnt? Ich weiß nicht, ich habe das Wort noch nie gehört. Es gibt sicher nichts im Konvent mit diesem Namen. Nun, die Nachricht besagt, dass das Mithrium zerstört wurde. Also nehme ich an, dass es keine große Rolle mehr spielt. Oh doch. Oh doch. Diese alten Abzeichen sind wunderschön. Ich hoffe, dass die Pilger, die sie gekauft haben, sie ebenso lieben. So. Ein Geist, der in der Küche essen isst und Farben stiehlt. Interessant, interessant. Ah, im Lokarium waren wir noch nicht. Hier ist das Lokarium. Die meisten Besucher der Abtei kommen hierher, dürfen aber nicht eintreten. Und wir dürfen nicht in die Außenwelt gehen. Mutter Franziska sagt, Isolation ist Teil unseres Gelübdes. Schwester Gertrude hat mir immer erzählt, dass die alten Benediktinerinnen manchmal in die Stadt gegangen sind und gelegentlich sogar mit Männern gesprochen haben. Und ich sitze hier fest und muss für den Rest meines Lebens auf diese Wände starren. Seid ihr unglücklich, Schwester Susanne? Ich weiß es nicht. Mein Vater hat mich als Säugling der Kirche versprochen, wegen irgendeines Eides bei Problemen meiner Mutter in der Schwangerschaft. Und so landete ich im Sommer meines 17. Geburtstags bei den Klarissen. Das tut mir sehr leid. Niemand sollte zu einem Leben gezwungen werden, das er nicht will. Wir Töchter werden geboren, um das Vermächtnis unserer Familie zu tragen, ob zwischen unseren Beinen oder auf dem Rücken, spielt keine Rolle. Meine Familie ist der Kirche ergeben. Ich bin erst seit 2 Jahren im Kloster, aber ich versuche mein Bestes. Ich habe nichts gegen Gebete oder den Tagesablauf und ich bin mir meiner Hingabe an den Herrn sicher, aber das hier ist nicht das, was ich wollte. Aber wann hat eine Frau jemals bekommen, was sie wollte, ohne bestraft zu werden? Nicht einmal Eva hat es geschafft. Wir können nicht mehr als unser Bestes geben. Ich bete dafür, dass es eines Tages anders wird. Vielleicht, aber wir werden das sicherlich nicht mehr erleben. Manchmal bin ich eifersüchtig auf Schwester Gertrude oder sogar Schwester Margarete. Zumindest haben sie etwas von der Außenwelt gesehen, bevor sie 20 waren. Wenn ihr etwas anderes tun könntet, was wäre das? Ich wäre gerne in eine der größeren Städte gegangen, wenigstens einmal. Ich hätte als Frau eines Ladenbesitzers glücklich werden können. Seufzt. Danke fürs Zuhören, Magdalene. Wie auch immer. Lasst mich euch den Rest des Kreuzgangs zeigen. Geht voraus. Ihr habt das gesamte Kloster gesehen. Es gibt hier nicht mehr viel. Was haltet ihr davon?
Ich kann verstehen, warum Menschen das heilige Leben wählen, aber für mich ist das nichts, nicht ohne Kunst. Ich verstehe, ihr habt euer gesamtes Leben eurer Arbeit gewidmet. Es wäre schwer, das jetzt aufzugeben. Es ist schon sehr lange her, dass ich mit jemandem von außerhalb des Konvents gesprochen habe. Es erinnert mich an das Leben, das ich einst hatte. Jetzt bringt ihr mich dazu, darüber nachzudenken, ob ich bei den Schwestern bleiben soll oder nicht. Ich denke, ihr solltet gehen. Eure Familie hat euch hier zurückgelassen. Ihr schuldet den Schwestern nichts. Oh doch. Die Schwestern haben sich um mich gekümmert. Sie lieben mich und ich liebe sie. Auch wenn dieses Leben nicht meine Wahl war, haben sie mich akzeptiert. Wer weiß, vielleicht wird es mit der Zeit besser. Was hätte ich denn jetzt noch sagen müssen? Vielleicht, ich werde versuchen, irgendwie zu helfen. Und wenn ich nur um die Klostermauern herumschleiche, um Hallo zu sagen. Wirklich? Das wäre wunderbar, solange es niemand herausfindet. Wie auch immer, wir sollten zu Mutter Franziska zurückkehren, bevor sie misstrauisch wird. Ich habe heute viel gelernt. Danke, dass ihr mich durch das Kloster geführt habt. Nein, ich danke euch, Magdalena. Der heutige Tag in der Abtei war interessanter als alles, woran ich mich erinnern kann. Kommt, lasst uns Mutter Franziska besuchen. Sie wird hören wollen, wie ihr diesen Ort findet. Nun, Magdalena, was haltet ihr von den Klausen? Ruft euch der gute Herr zu einem Leben mit uns als Schwester? Ich nehme das Erste. Natürlich, das verstehe ich. Sich um den Vater zu kümmern, ist an sich schon ein edler Weg. Wenn euer Herz euch jedoch wieder den Hügel hinaufführt, stehen euch die Türen zum Kloster immer offen. Unsere Gemeinschaft ist ziemlich bescheiden im Vergleich zu der Pracht eines alten Benediktinerhauses, das unter der Herrschaft eines mächtigsten Abtes arbeitete. Ich verstehe, warum sich immer weniger Frauen vom Orden angezogen fühlen. Danke, dass ihr mich hereingelassen habt. Ihr seid herzlich willkommen, Magdalene. Gott segne euch. Was ist mit der Tinte? Ah, Magdalene, wie ist eure kleine Expedition verlaufen? Der Besuch der Abtei hat mir viel gebracht. Aber Schwester, da ist etwas, was ich nicht verstehe. Die Abtei war überaus wohlhabend. Warum haben die Menschen sie nach dem Brand nicht wieder aufgebaut? Das wäre wahrlich eine Aufgabe. Die Kapelle war wunderschön. Das Bunkler stach mir morgens immer ins Auge. Es gab sehr viel Wut und Traurigkeit in Tassing in jener Nacht. Der Abt spürte, dass die Brüder und Schwestern in Passing nicht mehr willkommen waren und zog weiter. In Wahrheit war die Auflösung der Abtei unvermeidlich. Kirsa ging das Geld und die Gönner aus. Der Aufstand und das Feuer waren nichts weniger als eine besonders schreckliche und schmerzhafte Art, dem Kloster ein Ende zu bereiten. Hat irgendetwas das Feuer überstanden? Einige Gebäude sind intakt, aber komplett zugewachsen. Ich habe mich getraut, in die Trümmer vorzudringen. Ich bezweifle, dass ihr im Inneren etwas Hilfreiches für euer Wandbild finden würdet, außer verkohltem Holz und Pergament. Es könnte sich dennoch lohnen, einen Blick darauf zu werfen, wenn ich vorsichtig bin. Ich mache mir manchmal Sorgen um euch, Magdalene, wirklich. Vielen Dank für eure Hilfe, Gertrude. Ihr seid herzlich willkommen, Magdalene. Gott segne euch. Was ist mit der Bitte? Kruzifix. Also ich weiß nicht. Ich habe mehr über die Gründung von Kirsau erfahren. Und diese Illustration aus dem Manuskript, das Mithraeum, wie die in der Mine. Gehört es zur Geschichte der Abtei von Tassing? Es muss irgendwo niedergeschrieben sein. Wenn nur die Bibliothek nicht mit allen Schriften niedergebrannt wäre. Mensch, du hast das Buch in der... Und genau da ist die Ruine. Vielleicht ist doch nicht alles zerstört. So. Aber das, nach 90 Minuten werden wir in der nächsten Folge sehen, was denn in der Ruine zerstört ist. Und ich bin schon sehr gespannt. Vor allen Dingen, was es mit dem Geist und mit den Farben auf sich hat. Da schauen wir doch mal. Aber eben nicht mehr heute, sondern dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.